Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. So schön, dass du da bist. Und weißt du was? Während wir hier einander begrüßen, dürften wir sehr bald, wahrscheinlich in wenigen Tagen, den Allerjüngsten bei uns in der Gemeinde begrüßen. Und zwar bei dem Ehepaar Katja und John Fech wurde ein Junge geboren. Das ist richtig, richtig klasse. Das geschah wohl während des ersten Gottesdienstes. Das ist manchmal so bei den Kindern, die unbedingt zum Gottesdienst kommen möchten. Und das ist offensichtlich bei ihnen gleich der Fall. Der Junge hat es abgewartet bis auf den Sonntag. Und all diejenigen, die irgendwie die Nummer haben von Katja und von John, schickt gute Nachrichten, schickt ganz liebe Grüße, betet für sie, dass sie gleich von Anfang an sehr viel Kraft und sehr viel Gutes erleben. Und bereits vor dem Gottesdienst war das der Fall und ich möchte aber auch diesen Augenblick im Gottesdienst dazu nutzen, dass wir einige so wertvolle Menschen bei uns begrüßen. Nicht, dass die einen wertvoller sind als die anderen, das natürlich nicht, aber wir haben unter uns einige Gäste, Menschen, die jetzt gerade aus den Gebieten zu uns gekommen sind, wo das Leid und der Zerbruch so groß sind. Und die möchte ich mit uns gemeinsam begrüßen. Гости, дорогие те, которые приехали из Украины, мы рады приветствовать вас. Здорово, что вы здесь добрались. Мы любим вас и обязательно постараемся вам послужить. In manchen Gemeinden gibt es einen Applaus dazu, aber das ist dann nochmal zu lernen. Ihr Lieben, wir sind in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Wahrscheinlich geht es dir genauso wie mir. Ich klebe ohne Ende mit meinen Augen an den Bildschirm. Entweder bei den großen Bildschirmen, sehr oft bei dem kleinen Bildschirm und manchmal das, was ich da sehe und lese und das nicht nur in Deutsch, sondern dann auch in der Sprache, die woanders gesprochen wird, nicht so weit weg von hier. Und es kommt so oft dazu, dass ich das, was ich da sehe und was ich da gerade höre, dass es mir buchstäblich den Atem wegnimmt, dass ich manchmal wirklich mit meinem Atem ringen muss, um das alles verarbeiten zu können. Und dann auch mit dem, dass ich am letzten Sonntag selber unterwegs war, dort an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Dazu werde ich während der Predigt noch kommen und etwas erklären. Die Eindrücke, die da sind und die Menschen, die man sieht und natürlich auch die Möglichkeit, den Menschen zu helfen, all das macht so vieles, nicht nur mit mir, sondern mit dir genauso. Und ich bin sicherlich in all dem, was du jetzt schon bewegen konntest, vielleicht hast du gespendet, vielleicht hast du gepackt, hast du vielleicht auch schon Menschen bei dir zu Hause aufgenommen. All das kommt so nah an uns ran, dass wir merken, diese Krise, dieser Krieg, der da so in der Ukraine gefühlt eigentlich in einem ganz anderen Land ist, das ist irgendwie nah, das ist da. Und in der Tat ist es so, dass diese kürzeste Distanz zwischen Deutschland und Ukraine, das sind wahrscheinlich 800 Kilometer, nicht mehr als das, Wir merken, dass uns das so sehr bewegt. Und natürlich bewegt es auch einen Prediger, natürlich bewegt es auch einen Pastor, wenn er an einem Sonntag etwas sagen möchte. Und ihr Lieben, es gibt kaum Sonntage, kaum solche Sonntage, wo ich mehr innerlich eine Achtung auf dem Herzen habe, wie an solch einem Sonntag wie heute. Es gibt kaum Sonntage, die mir so schwer auf der Seele liegen, nicht deswegen, weil ich Angst habe, etwas auszusprechen, sondern vielmehr, weil ich weiß, wie groß das Risiko ist, etwas Falsches zu sagen. Und du würdest vielleicht an dieser Stelle sagen, Daniel, hast du Angst, nicht so ganz politisch korrekt zu sein? Nein, das ist nicht unbedingt meine Angst. Jeder von uns ist dazu aufgerufen, eine klare politische Meinung zu haben, zu der ich auch gratulieren kann, wenn sie gegründet ist und wenn sie nicht einfach irgendwo aus dem Raum gegriffen ist, sondern wenn du darüber nachgedacht hast. Dazu kann ich nur einladen. Es ist auch nicht so, dass ich Angst habe, mich mit meiner Meinung so stark aus dem Fenster herauszulehnen, dass Menschen mich kritisieren würden und möglicherweise mit ganz anderen Meinungen entgegenkommen. Diejenigen unter uns, die zur Gemeinde dazugehören, ihr wisst, dass ich in den letzten Jahren, so oft ich predige, dass ich bei all den Themen, die ich predige, dass ich versuche, geradlinig zu sein und nicht zu verschweigen und genauso zu predigen, wie das Wort Gottes uns auch dazu ermutigt. Sei es Themen der Familie, sei es Themen des Geldes oder Themen, die sonst unser Leben so maßgeblich gestalten. Es ist vielmehr die große Angst in meinem Herzen. Es ist vielmehr die große Furcht in meinem Herzen, etwas zu sagen, was nicht im Sinne Gottes wäre, das, was Gott nicht gesagt haben möchte. Es ist eher dieses Risiko, dass man selber genauso wie alle anderen betroffen reagiert und überall dort, wo der Mensch reagiert, der reagiert auf das, was er sieht und das, was er fühlt. Und dann ist es die Frage, traust du deinem eigenen Herzen oder nicht? Und ich muss ehrlich sagen, ich traue meinem eigenen Herzen nicht immer. Es gibt so oft die Tage, dass ich nicht weiß, ob ich das, was ich gerade fühle, wirklich für Wahrheit halten soll.
Und was für eine Barmherzigkeit ist es für einen gläubigen Menschen, der das für sich erfahren hat, erlebt hat, dass der Geist Gottes in ihm lebt und dass der Geist Gottes in dir betet, dass der Geist Gottes dein Herz, deinem Herzen eine Richtung gibt, dass man dem auch sich wirklich ganz und gar anvertrauen kann, das tröstet mich. Und darum auch jetzt für diese Predigt. Und wenn du jetzt gerade diese Worte hörst, kannst du gerade ein Gebet zum Himmel schicken, dass Gott mir hilft, nur das zu sagen, was in seinem Sinne wäre, was nur aus seinem Wort kommt und nicht irgendwie meine persönliche Meinung, meine persönliche Empfindung oder irgendeine persönliche Reaktion. Natürlich ist es so, dass wir als gläubige Menschen unser Leben, unsere Betrachtungsweisen und unsere Sichtweisen, dass wir sie auf die Bibel gründen. Natürlich ist es unser Wunsch. Und natürlich ist es so, dass wir wie alle anderen Menschen eigene Überzeugungen haben, Überzeugungen, die uns wertvoll sind. Aber ist es nicht so, dass jedes Mal dann, wenn wir irgendeine Überzeugung, irgendeine Meinung hören, wenn wir dem begegnen, dass dann natürlich auch der Wunsch ist, dem auf den Grund zu gehen und zu prüfen, ist denn diese Überzeugung überhaupt lebensnah? Wird diese Lebensüberzeugung in der Tat dazu gereichen, dass sie auch den Krisen und den Katastrophen standhält? Letztes Mal, als du deine Regenjacke gekauft hast, da hast du auf die Werbeschilder wahrscheinlich geschaut und die hatten dir gesagt, diese Jacke, wenn du sie kaufst, dann wird sie dir helfen, trocken durch den Regen durchzukommen. Und natürlich wird eine Regenjacke erst im Regen geprüft, nicht in einem Sonnenschein. Im Sonnenschein ist dir jede Jacke gut, aber im Regen soll die Regenjacke das halten, was sie versprochen hat. Natürlich ist es so mit unseren Häusern, wir bauen die Wände und die Dächer und wir hoffen, dass das im Winter und im nächsten Sturm hält und eben erst der erste Sturm ist der Beweis dafür, dass das Haus gut gebaut ist. Genauso ist es auch mit unseren Überzeugungen. Die Überzeugungen, die wir haben, die Sichtweisen, die müssen dem standhalten können in den allergrößten Krisen, eben dann, wenn auch der Krieg so klar entfesselt wurde und so viele tausende Menschen verletzt und getötet hat. Und eben in dem wünsche ich mir so sehr, dass deine und meine Meinung, die Betrachtungsweise, unsere eigene Position, unsere Reaktion auf dem gegründet ist, was Gott will. Was Gott will und was Gott für uns vorbereitet hat. Möglicherweise ist es für dich gerade eine große Frage, Mensch, kann man das denn wirklich wissen, was Gott jetzt darüber sagt und was Gott darüber denkt? Ich möchte dir das auf jeden Fall mit großer Gewissheit sagen, definitiv ist es möglich zu wissen, was Gott in diesen Zeiten Menschen sagt, die von diesem Leid, sei es ganz mittelbar oder unmittelbar betroffen sind. Das allererste, es gibt eben das, dass dieser Gott alles kennt, alles weiß und darum können wir auf ihn wirklich von Herzen hören. Ich möchte zunächst einmal, bevor ich so wirklich einsteige, diesen einen Gedanken weitergeben und von mir aus sagen, ja, es ist meine persönliche Überzeugung, dass dort in der Ukraine ein Krieg angezettelt worden ist, dass er von der russischen Regierung gestartet wurde, dass er von langer Hand geplant worden ist und dass das absolut böse ist und dass es für diesen Krieg keine einzige Berechtigung gibt, nicht eine, nicht irgendeine ein politisches Vermächtnis, ganz egal aus welcher Seite er kommt, nicht irgendeine Situation, nicht irgendeine Gefahr, nichts davon rechtfertigt einen Krieg, der dazu bringt, dass Menschen leiden, dass Menschen getötet werden. Die Frage ist vielmehr, wenn wir das denn so sagen und wenn wir behaupten, dass der Krieg immer falsch ist und dass der Hass und die Gewalt, dass es niemals einem Menschen begegnen soll, weil jeder Mensch von Gott gemacht ist, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch soll die Freiheit genießen. Wenn wir das denn so behaupten, was bedeutet es für uns, mit diesen Bildern und mit diesen Nachrichten umgehen zu können? Und das ist das, was ich als allererstes in diese Predigt hineinpacken möchte. Freunde, hör zu. Spürst du den Schmerz und spürst du das Leiden von diesen Menschen? Spürst du diesen Druck, der da auf uns, auf unseren Herzen lastet, auf unseren Seelen, solch einen großen Druck auslöst, wenn wir die Nachrichten sehen, die voller Panzer sind und Flugzeuge, die Bomben abwerfen, Menschen, die ihre Häuser verlieren, Menschen, die fliehen müssen, die Angehörigen verloren haben, überall dort, wo das Blut vergossen wird. Puh. Was ist das allererste, was wir da tun möchten? Wir suchen nach einem Schuldigen. Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass wir zunächst einmal nach einem Schuldigen suchen? Wer ist dafür verantwortlich? In jedem einzelnen Unfall bei dir auf der Arbeitsstelle, irgendwo ein Arbeitsunfall, da sucht man nach den Ursachen. Wer hat nicht aufgepasst? Wer hat die Sicherheitsvorkehrungen nicht komplett beachtet? Dann geschieht irgendwo ein Unfall auf der Straße, im Straßenverkehr und dann sucht man genauso nach einem Schuldigen. Wer war derjenige, der die Geschwindigkeit überhöht hat oder etwas missachtet hat, was dort an geltender Regelung auf diesem Straßenabschnitt gewesen ist? Wir suchen nach den schuldigen Menschen und genauso ist die gesamte Welt plötzlich da drin. Wir waren ja vor ein paar Monaten noch absolute Experten darin, was mit Corona ist, aber jetzt sind wir alle absolute Kriegsexperten und wir haben da die Meinung und die Fragen und wir suchen einen Schuldigen und wie einfach ist es? Gerade in dieser Zeit
den Finger Richtung Osten zu zeigen und zu sagen, der ist schuld, der da sitzt, der da das ausgelöst hat, derjenige, der die Befehle erteilt hat. Und ihr Lieben, ich möchte es noch einmal betonen, noch einmal, ja, definitiv, der Krieg wurde dort von der russischen Regierung ausgelöst. Die Frage ist, wenn das also das Böse ist, was den Krieg ausgelöst hat, wenn dort die böse Person ist, also wenn dort die böse Macht ist, dann bedeutet es, wir müssen ja dann die Guten sein, oder? Es kann ja nicht sein, dass überall das Böse ist. Also wenn wir den Bösen schuldig gemacht haben, wenn wir den auserkoren haben und merken, das ist der Typ, das ist der Mensch, das ist die Bosheit im Herzen, dann müssen wir ja dementsprechend logischerweise die Guten sein. Da, wo das Böse auf das Gute trifft, entsteht eben ein Kampf, entsteht eben ein Krieg. Und genau da möchte ich heute ansetzen. Das allererste, was ich dem sagen möchte, meine persönliche Überzeugung, die steht jetzt nicht in der Bibel. Ich bin wirklich davon überzeugt, und das kann ich von ganzem Herzen sagen, ihr Politiker auf allen Seiten dieser Welt, in allen Parlamenten, besonders diejenigen, die in diesem Konflikt mit beteiligt seid, ihr seid alle daran schuld. Daran schuld. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass ihr, die Regierenden, dass ihr vom Volk gewählt worden seid, um die Kriege zu vermeiden. Ihr wusstet, was geschehen wird. Ihr wusstet, wie hoch der Preis sein wird, dass man mit dem Menschenleben dazu zahlen würde. Und ihr habt das ganz bewusst in Kauf genommen. Ihr seid dazu bezahlt, ihr seid dazu gewählt, ihr seid die Vertreter des Volkes, dass ihr alles dafür tut, damit der Krieg vermieden wird. Aber man schaut eben zu den Regierenden und man merkt, der Egoismus, der Stolz, die eigenen Ambitionen, die eigenen Ansprüche und Erwartungen, die sind größer als jegliches Versprechen, alles dafür zu tun, damit der Krieg vermieden wird. Und wenn man vor diesen Menschen steht, wenn man merkt, die sind diejenigen, die das dazu gebracht haben, die sind diejenigen, die die Tatsachen so verdreht haben, diejenigen, die so absolut respektlos gewesen sind, die da aufeinander nicht gehört haben, die nicht bereit waren, ihre Position zu überdenken, die lassen es eskalieren. Womit wird dieser Streit bezahlt? Natürlich mit dem kostbaren Leben von so vielen Menschen auf beiden Seiten, die hier jetzt gerade leiden und die getötet werden. Also haben wir ein paar Schuldigen, oder? Ich habe hier in meinen Händen ein Fahrradschloss. Meine Kinder sind jetzt mittlerweile Teenager, aber ich denke noch sehr gerne an den Tag zurück, als sie das gelernt haben, mit dem Fahrrad zu fahren. Und zunächst einmal war das einfach ein Dreirad. Als die Kinder noch sehr klein waren, dann haben wir ein paar Fahrräder geschenkt bekommen, für die wir nach wie vor sehr dankbar sind. Aber dann kam die Zeit und dann sind sie aus den Fahrrädern herausgewachsen und sie mussten etwas anderes beschaffen. Und dann war das so, dass ich da mit meiner älteren Tochter im Einkaufsladen war und ich hatte ihr gesagt, hey, wir suchen mal jetzt ein Fahrradschloss aus, was zu deinem Fahrrad passt. Und so ein schönes Kinderfahrrad mit bunten Farben. Natürlich muss dazu auch ein buntes Ding dazukommen, was das Ganze sichert. Und dann waren wir im Supermarkt und haben das angeschaut und meine Tochter hat das jedes Ding in die Hand genommen. Und dann hatte sie mich ebenso wie ein Kind so von unten nach oben fragen kann. Papa, wozu brauche ich eigentlich ein Schloss? Ich weiß, es sind jetzt ganz viele Pädagogen hier, meine Zuhörer. Jeder Papa und jede Mama ist ja eine Pädagogin. Du würdest mir sagen, ja, die Kinder belügt man nicht, man sagt ja den Kindern die Wahrheit. Definitiv, ich möchte mein Kind niemals belügen. Aber ich möchte es genauso tun, wie mein himmlischer Vater mit mir tut, mein Gott. Dieser Gott, der spricht die gesamte Wahrheit in Liebe, aber genauso auch portionsweise. Ansonsten würden wir das niemals aushalten, wenn Gott auf einmal die gesamte Wahrheit über unser Leben aussprechen würde. Und dann habe ich das meinem Kind genauso erklärt. Ach, weißt du, es könnte passieren, dass da, wenn wir in einem Einkaufsladen unterwegs sind und das Fahrrad draußen haben, dass da vielleicht eine andere Familie rauskommt und die sind dann ganz fröhlich und ganz beschäftigt und dann könnte es ja passieren, dass irgendein Junge sein Fahrrad, jungen Fahrrad in ganz anderen komischen Farben dort stehen lässt und dein schönes Fahrrad mitnimmt, der würde das einfach verwechseln, das wäre viel zu schade. Deswegen machen wir dann ein Schloss dran und dann ist die Verwechslung eigentlich ausgeschlossen. Für das Kind war das in dem Augenblick einigermaßen logisch und das Kind hat darauf gehört. Und dann vergehen aber ein paar Tage, ein paar Wochen, gar nicht mal so viele. Und dann sind wir mal wieder irgendwo beim Einkaufen, wir kommen raus und wir merken, das Fahrrad ist nicht mehr so, wie wir das zurückgelassen haben. Da fehlt die Lampe und da fehlt der Korb und das, was da so schön dran gesteckt war, irgendwelche Fähnchen und dieses, dass alles kaputt gemacht ist.
Und dann schaut die eigene Tochter das Ding an und sagt, Papa, wer hat das gemacht? Was ist denn da passiert? Und dann stehst du da und du musst erklären, liebes Kind, diese Welt, die kann total böse sein. Und es gibt böse Menschen, es gibt böse Herzen, es gibt böse Absichten. Und so wie ich das meinem Kind erklären konnte, versteht wahrscheinlich jeder Papa und jede Mama in dieser Herausforderung, was kann ich diesem jungen Herzen zutrauen an Wahrheit über diese Welt? Freunde, hast du schon mal irgendwie eine Erzieherin im Kindergarten gesehen, die zwei Kinder so wirklich mit aller Kraft auseinanderhalten soll, die sich im Sandkasten verstritten haben? Und dann versucht der noch irgendwie mit seinen Händen zu schlagen und irgendwie den anderen zu erreichen. Und der, da sagt er, der hat angefangen, nein, der hat angefangen. Und die Erzieherin, die kriegt nur die Krise deswegen, weil sie natürlich merkt, dass da die Kinder sich einander verletzen und mit Worten und manchmal mit dem, dass sie auch einander schlagen können. Wenn wir doch solche Bilder kennen, ist es nicht so, dass das, was da vor einem Supermarkt geschieht wird, ein Fahrrad geklaut oder beschädigt wird oder ein paar Kinder, die im Sandkasten streiten, dass letztendlich diese Bilder, dass sie lebenlang niemals aufhören. Die Tanten und die Onkel, die Männer und die Frauen, die werden größer, aber die kämpfen genauso. Es ist der gleiche Krieg, es ist das Gleiche, was in dieser Welt ist. Ich möchte deswegen fragen, liebe Freunde, wie wäre unsere Position an dieser Stelle? Was ist das Böse in dieser Welt? Was ist das Böse? Wo ist das Böse? Wir könnten sagen, in diesem Krieg, der von der russischen Regierung begonnen wurde, wir könnten Richtung Kreml schauen und wir könnten dem Wladimir Putin mit aller Vehemenz in seine Richtung schreien und sagen, du bist der Böse und wir hätten sicherlich recht. Das ist Böse, was da angefangen worden ist. Die Frage ist, wenn er der Böse ist, wer sind wir? Wer sind wir, wenn wir mitten in all den Schwierigkeiten stecken, die für uns so problematisch sind? Stell dir mal vor, ich würde uns alle jetzt darum bitten, dass wir gemeinsam aufstehen in der Annahme, dass wir die Guten sind und dass du dich erst dann hinsetzt oder dass du dich auf jeden Fall dann hinsetzt, wenn du auf eine der Fragen mit einem Ja beantworten musst. Wir machen das jetzt nicht. Ich denke, das Resultat wäre sowieso von vornherein ersichtlich. Aber stell dir mal vor, wir würden jetzt alle stehen und ich würde sagen, diejenigen, die in den letzten 12 Monaten mit ihren Worten und Taten eine andere Person zu Tränen gebracht haben, aufgrund der Verletzung und aufgrund dem, wie respektlos dein Umgang mit ihm gewesen ist, dann setzt du dich bitte hin. Ich bin überzeugt, viele von uns werden sich hinsetzen und sagen, ja, in der Tat, das ist mir einige Male passiert in dem letzten Jahr, dass ich andere Menschen verletzt habe. Dann würde ich andere fragen, die noch stehen würden, diejenigen, die aktuell keine angespannte Beziehung haben zu irgendeinem Verwandten, irgendeinem Freund, irgendeinem Nachbar. Setzt euch hin. Oder bleibt stehen, Verzeihung, bleibt stehen diejenigen, die keine angespannte Beziehungen haben. Ich bin überzeugt, spätestens dann wird der Rest sich hinsetzen. Wir würden dann merken, dass wir mit all dem, dass wir versuchen, irgendwo mit unserem Finger auf denjenigen zu zeigen, der böse ist, dass wir da plötzlich absolut mit betroffen sind. Wer von uns stammt aus wirklich gesunden Familien? Oder stammen die allermeisten von uns aus Familien, wo Väter und Mütter gestritten haben? Wer von uns könnte sagen, dass er mit seinem Leben niemals einen anderen verletzt hat? Und darum ist es so, dass das Wort Gottes so deutlich sagt, die ganze Welt liegt im Bösen. 1. Johannes 5,19. Die gesamte Welt liegt im Bösen. Freunde, es wäre falsch zu denken, dass irgendwo weit weg, ein paar tausend Kilometer weit weg, da hinten auf dem Roten Platz in Kreml, dass da das Böse ist und überall anderes ist das Gute. Das Wort Gottes sagt, überall liegt das Böse. Die Frage ist vielmehr, wenn also überall das Böse ist, wo ist unser Herz? Was machen wir bloß mit unserem Herzen? Welche eine Richtung geben wir unserem Herzen? Was könnte diesem Herzen helfen, damit dieses Herz nicht die Hoffnung und nicht die Liebe verliert? Es gab ganz am Anfang in der Bibel eine Geschichte, die berichtet uns von dem allerersten Krieg auf dieser Welt. In diesem Krieg sind 25% der gesamten Weltbevölkerung gestorben, getötet worden. Ein Viertel der Weltbevölkerung ist getötet worden. Die Bibel spricht dabei von einem Ehepaar, das waren Adam und Eva, und sie hatten zwei Kinder, das waren Abel und Kain. Dann ist da der ältere Bruder, dann wartete er auf einen günstigen Augenblick, für ihn einen günstigen Augenblick,
und tötet seinen jüngeren Bruder draußen auf dem Feld. Warum auf dem Feld? Natürlich, weil der Abel dann in dem Augenblick nicht um Hilfe rufen kann und keine Möglichkeit hat, sich zu schützen. Das war die allererste Familie, das waren die allerersten Brüder. Und der erste Bruder, der Ältere, der erhebt sich. Und ich frage mich, welche Gründe könnten das rechtfertigen, dass ein Bruder sich über einen anderen erhebt und dass er einen anderen tötet? Welche Gründe braucht es dazu sonst, dass wir in der Welt so viele Waffen haben? Und ich beginne noch einmal mit dem: Wir haben deswegen Waffen, wir haben deswegen Rakete, wir haben deswegen Panzer, wir haben deswegen die Grenzen. Und ein Fahrradschloss einem Kinderfahrrad ist die beste Erklärung dazu. Wir alle, wir sagen, wenn wir genug Waffen haben, wenn wir starke Grenzen haben, wenn wir Soldaten haben, mit Armeen haben, die uns beschützen können, dann können wir uns abends friedlich schlafen legen, dann können wir die gesamte Nacht durchschlafen, dann wäre doch der Friede da. Wir brauchen mehr Waffen. Die Frage ist, bei der Anzahl, bei der Menge von diesen Waffen, haben wir denn mehr Frieden in dieser Welt? Wir haben niemals mehr Frieden, wir haben viel mehr Gefahr, wir stehen vor einem Vernichtungskrieg, etwas, was die gesamte Menschheit auslöschen kann. Und ein Kinderfahrradschloss ist für mich die allerbeste Erklärung dazu, warum das in dieser Welt so ist. Die Frage ist also, sind wir immer noch dabei, nach einem Schuldigen zu suchen, oder würden wir uns vor Gott bekennen und sagen, Gott, unsere Herzen, alle unsere Herzen, wir kennen das, was es bedeutet, Streit anzufangen. Wir kennen das, im Stolz zu sein und auf einen anderen zu zeigen. Wir kennen das zutiefst. Und eben deswegen, weil wir das so sehr kennen, muss das für uns klar sein. Wir stehen vor dieser Entscheidung. Was geschieht mit unseren Herzen? Wird in unserem Herzen der Krieg sein oder wird in unserem Herzen der Friede sein? Und darum werbe ich so sehr um dein Herz heute an diesem Vormittag, dass du diese Entscheidung triffst und dass in deinem Herzen der Friede sein kann, dass der Friede wiederhergestellt ist, dass dein Friede, dass er nicht gefährdet ist, sondern dass dein Friede klar positioniert und gegründet ist in dem, was für dein Leben und für deine Überzeugung so wichtig ist. 1995 bei den Vereinten Nationen gab es einen Vorschlag und dieser Vorschlag wurde mit großer Mehrheit begrüßt und dann auch letztendlich auch beschlossen. Damals gab es einen Vorschlag, dass alle Tests von Atomwaffen, dass sie verboten werden sollen, von dem Tag bis in alle nächste Zukunft. Komplett alle Tests verbieten von Atomwaffen. 1995 war das. Damals 158 Länder erheben ihre Stimme, also die Vertreter von diesen Ländern, und die sagen, ja, wir beschließen das. Wir möchten keine Tests mehr von Atomwaffen. Die Frage ist, ist die Welt von uns seitdem friedlicher? Können wir denn wirklich in der Tat mit mehr Hoffnung in nach vorne schauen, was diese Ebene betrifft? Und wir alle sagen doch so schnell, nein, eben das nicht. Das hat uns niemals geholfen. Die Waffen in dieser Welt, die haben noch nie geholfen. Und wenn wir schon dabei sind, die Verhältnisse ein wenig anzuschauen, dann bitte erlaubt es mir, dass wir in der Tat ein wenig mit ein paar Fakten die Augen vor dem nicht verschließen, mit dem, dass wir verstehen, was da eigentlich gerade so deutlich vor unseren Augen geschieht. Also wenn dort draußen irgendwo die Bösen sind, dann ist das Böse dort also konzentriert und wir sind also die Guten. Ich möchte euch fragen, wo begannen die letzten zwei Weltkriege? Unter uns sind jetzt wahrscheinlich keiner so alt, der den zweiten Weltkrieg erlebt hat. Aber meine Oma, die jetzt hochbetagt ist, die ist auf der Krim geboren. Wir gehören zu den Volksdeutschen, von da kommen wir. Da lebten seit Generationen meine Vorfahren. Sie hatte den Krieg nicht aus den Geschichtsbüchern erfahren, sondern aus den Nachrichten und aus dem, dass sie in die Viehwaggons hineingesperrt worden sind und dass sie verfrachtet worden sind nach Kasachstan. Und mein Opa, der irgendwie nach dem Rechten schauen wollte, dass die Familie irgendwie erhalten ist, der hatte immer wieder gesagt, diese Muslime in Kasachstan, da wo meine Vorfahren hingekommen sind, wenn sie ihre Häuser nicht aufgemacht hätten, wir hätten den ersten Winter, der so oft mit minus 40 daherkommt, wir hätten den ersten Winter nicht überlebt. Wenn man damals die Menschen gefragt hätte, wer ist der Böse, wie wäre da die Antwort ausgefallen? Wenn man in der Zeit gefragt hat, wer ist der Böse, dabei durch den Auschwitz geht. Vor ein paar Jahren war ich dort mit meiner Jugendgruppe und wir haben das angeschaut und diese ganze Bestialität, dass der Mensch sein Gehirn so missbrauchen kann,
dass er das Bestialische auf den Weg bringen kann, um Menschen zu töten, und zwar in dieser vernichtenden Weise, in dieser verachtenden Weise. Wer war damals der Böse? Dann ist es 1945 und dann ist das der 6. und der 9. August. Und damals hätte die Frage genauso mit voller Berechtigung gestellt werden können. Wer ist der Böse? Wer hat sich als Nation erlaubt, die Atombomben runterzuwerfen? Und dann fliegt der eine am 6. August 1945. Eigentlich, wo die Aussicht auf die Beendigung des Krieges schon so nah greifbar ist. Und die erste Bombe, die fällt auf Hiroshima und 100.000 Menschen, sie verbrennen beim lebendigen Leibe. Dann muss doch die Frage genauso gestellt werden, wer ist der Böse? Und das war kein Unfall, das war nicht ein Zufall. 3 Tage später geschieht das Gleiche. Am 9. August 1945 fliegt die zweite Bombe auf Nagasaki und noch einmal 70.000 Menschen beim lebendigen Leibe verbrannt. Diese 170.000 Menschen, die in den 3 Tagen gestorben sind, getötet worden sind, mindestens genauso viele in den nächsten Monaten. Wenn man alle Angehörigen, wenn es die noch gegeben hat, wenn man da gefragt hätte, wer ist der Böse in dieser Welt, dann könnte man doch genauso sagen, das ist doch der Böse. War das der Böse, der aus der islamischen Welt kam? War das der Böse, der irgendwie aus dem Iran kommt oder irgendwo aus dem asiatischen Raum oder sonst was? Wir stellen doch an all diesen Stellen fest, genau darum geht's. Die Bibel hat recht. Die ganze Welt liegt im Bösen, Freunde, und ich betone es noch einmal, es gibt keine Entschuldigung, keine Berechtigkeit. Ich möchte niemals auch irgendwie einen Anstoß erregen, irgendwie für Verständnis zu sorgen für den russischen Präsidenten, der den Krieg angezettelt hat. Nein, niemals, es gibt keine Berechtigung für den Krieg. Ich kämpfe gerade nur um dein und um mein Herz, dass wir begreifen, die gesamte Welt liegt im Bösen, beginnend mit dem, dass ein Kind gelernt werden muss, dass es ihm beigebracht werden muss. Passe auf dein Fahrrad auf, es gibt böse Menschen, die dein Fahrrad stehlen wollen. Und wenn also die gesamte Welt im Bösen liegt, was macht es mit meinem Herzen? Was soll mit meinem Herzen geschehen? Und wie sehr werbe ich gerade um dein Herz, dass in deinem Herzen nicht die Beschuldigung ist, nicht der Hass, dass in deinem Herzen nicht ein Urteilen ist, sondern dass du in der Tat bereit bist zu begreifen, wir alle stehen in solch einer großen Schuld vor dem heiligen Gott, der jeden Menschen so sehr liebt. Du, der Zuhörer, du, der gerade im Raum bist, du bist von Gott geliebt, du bist wirklich geliebt. Und wenn du zu diesem Kreuz schaust, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er dich so sehr geliebt hat, dass er dich mit sich selber versöhnen wollte. Er wollte den Frieden mit dir. Und er hat alle Wege überwunden, um bei dir zu sein, um dir das zu zeigen. Und ich möchte es dir genauso sagen, dieser Gott, der dich liebt, der liebt auch alle anderen Menschen in dieser Welt. Wir sind von Gott geliebt. Aber eben das ist so bestialisch in unserer Einstellung vor ihm, dass wir die gesamte Welt in das Böse hineingebracht haben, weil unsere Herzen so böse sind. Jesus Christus spricht in Matthäus 7, 1-4, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch zugemessen werden. Weshalb siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei ist der Balken doch in deinem eigenen Auge? Freunde, eben dieser Balken in unseren eigenen Augen, der sorgt dafür, dass unsere Ehen geschieden werden. Dieser Balken sorgt dafür, dass die Beziehungen auseinandergehen, dass wir streiten, dass wir verletzen. Und darum wünsche ich so sehr diese Gnade und diese Demut dir und mir, dass wir gerade in diesen Zeiten, gerade bei all diesen Nachrichten, dass wir unser Herz nicht in diese Dreistigkeit dahin stemmen und sagen, der ist schuld und der ist böse und das ist das, was sie falsch gemacht haben. Auch dann, wenn wir das richtigerweise feststellen können. Die Frage ist, aus welchem Herzen geschieht das? Geschieht es mir aus einem friedfertigen Herzen? Geschieht es aus einem Herzen, der das Beste sucht? Oder aus einem Herzen, der egoistischerweise das verlangt, was ihm möglicherweise zustehen könnte.
Du könntest an dieser Stelle berechtigterweise sagen, Daniel, die Beispiele, die du erwähnt hast, das ist doch alles lange eine Geschichte. Wir leben doch im 21. Jahrhundert, das, was du da sagst, mit diesen Kriegen und mit Bomben und dieses und jenes, das ist doch schon alles vorbei. Ich möchte dich fragen, das Böse, was einem geschehen ist, hat es wirklich ein Datum, wo das verfällt oder wo das verjährt? Sprich mal mit einer 40-jährigen Frau, die vor 40 Jahren einen Menschen missbraucht wurde. Frag mal, ob das Böse deswegen geringer geworden ist, weil das schon so lange her ist. Einer der Flieger damals, der die Bombe abgeworfen hat, der heißt Paul Tibbets. Bis 2007 lebte der Mann, hatte eine erstaunliche Karriere. Und dann wurde er gegen Ende seines Lebens gefragt, wer denn das sieht, was er damals getan hat. Und er sagte, kurz vor seinem Tod, kurz vor 2007, er sagte, wenn die Umstände heute genauso wären wie damals, würde er das heute noch tun. Dann begreift man, spätestens dann begreift man, das Böse hat keine Grenzen. Es gibt eine einzige Möglichkeit, mit diesem Bösen fertig zu werden. Und das ist Christus selbst. Nur er allein. Nur Christus allein kann in deinem Herzen einen Frieden beginnen. Und dieser Friede wäre größer. Dieser Friede wäre größer als jeder Krieg. Dieser Friede wäre stärker. Dieser Krieg, dieser Friede würde in der Tat deinem Leben und dem Leben so viele Menschen in deiner Umgebung eine ganz andere Richtung geben. Dieser Frieden, der wird spürbar sein bei dir in der Nachbarschaft, weil wir eben als Nachbarn auf dem gleichen Planeten leben und wir müssen miteinander sprechen. Sei es bei dir irgendwo im Schrebergartenverein, wo der Nachbar vor dir an deiner Seite genauso sein schönes Gärtchen hat und er möchte genauso in der Mittagszeit seine Pause genießen und der freut sich nicht darüber, wenn du deine Geräte anschmeißt und gerade in der Zeit so laut wirst oder deine Kinder so laut sind. Wir sind Nachbarn, wir müssen miteinander sprechen. Wie viel mehr gilt es eben für unsere Länder, für unsere Grenzen, für unsere Waffen, für unsere Armeen? Wir müssen doch miteinander sprechen. Aber darüber hinaus beginnt eben diese entscheidende Frage, mit welchem Herzen leben wir? Es braucht Frieden. Es braucht Frieden und dieser Friede kann nur dann kommen, wenn wir begreifen, dass unsere Herzen genauso böse sind. Es braucht diesen Frieden und erst dann kann er entstehen, wenn wir tiefe Buße vor Gott tun und sagen, Gott, vergib. Vergib all das, was wir getan haben und bitte stifte deinen Frieden in uns. Deswegen hat Christus diesen einen Namen. Jesus Christus ist der Friedensfürst. Er verbindet die Herzen der Menschen wieder. Er kann mit dem Bösen in dem Herzen des Menschen etwas anfangen. Er nimmt das Böse aus den Herzen heraus. Er ist derjenige, der die Herzen neu verbinden kann. Das ist also das Erste, was ich sagen wollte. Wenn die gesamte Welt im Bösen liegt, dann ist die Frage, was in deinem Herzen gerade herrscht, ob das der Friede ist oder der Krieg. Zweitens, das, was ich sagen möchte, ist, dass wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, dass wir vor diesem großartigen Auftrag stehen, die Welt so zu betrachten, wie Jesus diese Welt betrachtet. Und zwar so, dass wir den Menschen sehen, den Menschen. Wir sehen die allergrößten Politiker und wir sehen die menschlich gedacht und weltlich gedacht so unbedeutend sind von ihrer Position und von dem, was ein Mensch in seiner Vollmacht, quasi in seinem Alltag tun kann. Wir sehen Menschen, die es viel zu sagen haben und wir sehen Menschen, die wenig zu sagen haben. Wir sehen Menschen, die so böse reagieren und wir sehen Menschen, die versuchen, das Ganze milde aufzufangen. Aber in alles in allem ist doch die Frage, ob wir als Gemeinde bereit sind, die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Gott liebt. In den letzten Tagen, da haben wir viel von dieser Hilfe gesammelt, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Am letzten Samstag, als wir die zwei LKWs gepackt haben, der eine LKW stand hier vor unserer Gemeindetür und da kam eine große Gruppe von Menschen und wir waren recht schnell fertig, haben das in das Fahrzeug hineingebracht, unsere Freunde, Geschwister in Bad, in der Freien Evangelischen Gemeinde dort, sie haben dort den zweiten LKW gefüllt. Und dann war es irgendwie möglich und gerade irgendwie da sind zwei Fahrer und ich hatte mit einem von ihnen gesprochen, mit Marc und sagte, Marc, wenn du möchtest, ich fahre mit. Und er sagte, ja, komm mit. Natürlich ist es eine große Hilfe, wenn man da jetzt nicht nur zu zweit fährt, dass man sich abwechseln kann und das gerade auch mit dem, dass ich ja noch die Sprache beherrsche und dass ich noch den Pass habe und Führerschein, mit dem konnte ich da wirklich helfen. Und während wir da an die Grenze rangekommen sind, mit dem, was man an der Grenze auch so erleben kann. Ich berichte es dir mal ganz kurz, damit du weißt. Auf der einen Seite sieht man ohne Ende Elend und
und Verbrecher und Kriminelles, all das, was eben an den Grenzen läuft, das ist etwas Gewöhnliches für jede Grenze. Es war schon immer so. Dann sieht man die jungen Frauen, die gerade aus der Ukraine fliehen. Manche kommen mit den Fahrzeugen, aber die allermeisten kommen zu Fuß und manchmal haben sie noch ein, zwei Kinder an der Hand und die kommen über die Grenze. Und dann wird es ihnen angeboten, dass sie in die Fahrzeuge einsteigen und dass sie dann sicherlich kostenlos und absolut vertrauenswürdig zu den Orten gebracht werden, wo sie hin möchten. Das habt ihr selber in den Nachrichten gehört. So viele Frauen sind irgendwo in die Autos eingestiegen, irgendwo in welche Busse. Und die kamen niemals dort an, wo sie hin wollten. Die landen ganz woanders. Man sieht, dass der Krieg eben das Böse in einem Menschen so tausendfach multiplizieren kann, da wo das Leid schon sowieso so groß ist, dass das Leid unermesslich groß wird. Menschen, die aus dem Krieg fliehen, Frauen, die aus dem Krieg fliehen, landen plötzlich irgendwo in Orten, wo sie niemals, niemals gewollt hätten hinzukommen. Da sieht man Menschen, die auf ihre Weise Hilfe anbieten. Wir waren da, hatten aus unseren Fahrzeugen die Hilfe in die Fahrzeuge von den ukrainischen Freunden, Geschwistern überladen. Und da kommen die mit ihren Fahrzeugen und ja, wir können euch helfen und wir haben auch irgendwo Verteilzentren und das könnt ihr bei uns geben und abgeben und wir bringen das schon zu den Menschen hin, die das so dringend brauchen. Wir sind ja alle Freunde, wir machen das doch. Und dann siehst du die Menschen und du spürst, hey, du hast ganz andere Absichten. So wie du gekleidet bist, so wie dein Auto aussieht und so wie du mit mir redest, es ist offenbar, dass du niemals dich um die Menschen kümmerst, die gerade irgendwo leiden. Mitten in dem ganzen Beobachten, was dem Herzen so schwer fällt. Da waren es die ukrainischen Busfahrer und Menschen, die uns geholfen haben, das in die ukrainischen Fahrzeuge zu laden von unseren Fahrzeugen. Ich weiß gar nicht, wer das von uns gemacht hat. Auf jeden Fall war das so, dass bei diesen tausenden Kartons, die wir beladen haben, auf mehreren von ihnen, wahrscheinlich so 10 Stück an der Zahl, gab es eine große ukrainische Flagge. Ich hatte, glaube ich, ein Bild davon mal durch die Gemeinde geschickt. Und auf dieser Flagge stand, für unsere Freunde in der Ukraine. Und dann war das wie so ein großer Aufkleber auf den Kartons. Ich möchte mal behaupten, dass diese Kartons, dass sie zu den meist fotografierten Kartons geworden sind, da, dort auf der Grenze. Wie die Ukrainer ihre Handys rausgezuckt haben und nur das eine Schild fotografiert haben. Und dann sagten sie, vielen Dank, dass ihr an unserer Seite seid. Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt. Danke, dass ihr uns hilft. Und in dem Augenblick merkst du, Menschen, die so weit weg sind, die ganz andere Schicksale haben, die leben in einem anderen Land, in einem ganz anderen Umstand, die leben nun dort irgendwo in ihrem Universum und wir sind hier und plötzlich kreuzt sich da und man merkt, die Menschlichkeit, das ist das, was in dieser Welt so dringend notwendig ist. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, immer noch den Menschen zu sehen? Bist du bereit, die Menschen zu sehen? Nicht in allererster Linie Politiker, nicht die Ukrainer, nicht die Russen, nicht die Deutschen, die Amerikaner. Bist du bereit, die Menschen zu sehen? Es ist etwas Wertvolles, zu einer Nation dazuzugehören. Es ist etwas Wertvolles, eigene Kultur zu haben. Es ist etwas Wertvolles, eigene Traditionen und Geschichten zu haben. Es ist nichts Falsches daran, ein Deutscher zu sein. Falsch ist es, wenn wir die Menschen danach urteilen. Falsch ist es, wenn wir die Menschlichkeit vergessen. Falsch ist es, wenn wir in der Tat nicht mehr die Menschen sehen, sondern nach ihrer Herkunft, nach ihrer Hautfarbe, nach dem, wie sie sprechen, über sie zu urteilen oder geschweige von dem, was ihre Regierung gerade mit diesen Menschen tun. Und genau das tut unser Gott. Unser Gott, an den wir glauben, er liebt jeden einzelnen Menschen. Egal, welche Biografie du hast, egal, woher du kommst, egal, was deine persönliche Geschichte bis jetzt gewesen ist, du bist von Gott geliebt. Und so wie jeder einzelne Mensch gesehen wird, so wünsche ich es dir, dass du in diesen ungewöhnlichen Zeiten, wo in Europa ein Krieg ist, dass du Menschen siehst. Siehe die Menschen. Siehe die Menschen, die dort noch in der Ukraine leben und siehe die Menschen, die zu uns kommen. Und deswegen war es mir wichtig, am Anfang in der Predigt die Menschen zu begrüßen, die gerade zum ersten Mal bei uns sind. Und wir urteilen nicht. Wie sehr wünsche ich mir, dass wir sehr bald einen Hilfsverein bei uns starten. Und das, was wir jetzt gerade so mit den allerersten vorsichtigen Schritten begonnen haben, dass wir die Hilfe in die Ukraine gebracht haben, dass wir damit nicht aufhören und dass wir an der Seite von den Menschen stehen, und dass wir ihnen helfen. Und sobald es möglich ist, den Ukrainern zu helfen, dass ihr Land wieder aufgebaut ist,
Wie sehr wünsche ich es dir und mir, dass wir nicht unterscheiden und dass wir genauso weitergehen in den Osten und dass wir dann den Russen helfen. Sie leben vor einem Zusammenbruch ihres Landes. Es ist das, was mir die Freunde, aus meine Kollegen, Pastoren aus Russland schreiben. Die sagen, wir sind verloren, wir haben nichts mehr. Das, was davor noch eine leise Hoffnung war auf die Wirtschaft, auf das, was dort in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, es kracht zusammen. Die Menschen werden verarmen, die Menschen werden genauso Hunger leiden. Und dann wird es für uns zu einem Test werden. Wenn wir wirklich Menschen sehen, dann werden wir nicht unterscheiden, dann werden wir helfen. Wenn aber in unserem Herzen immer noch Krieg ist, dann werden wir stets suchen und stets auswählen, wer ist dessen würdig, dass er meine Hilfe bekommt. Aber so macht unser Gott nicht. Und deswegen bitte ich auch dich, lass uns so tun, wie Gott tut. Er liebt, er hilft, dieser Gott stiftet Frieden. Und deswegen möchte ich dich darum bitten, dazu einladen, lass uns Friedensstifter sein in dieser Zeit, gerade jetzt Friedensstifter sein, dass in deinem Herzen kein Urteil ist, sondern dass in deinem Herzen Frieden ist. Und dann, lieber Freund, eines Tages, da werden wir vor Gott stehen, nachdem jeder Krieg auf der Erde aufgehört hat, nachdem jedes Wort auf dieser Erde gesprochen ist, nachdem alles vorbei ist, werden wir eines Tages vor dem heiligen Angesicht Gottes stehen und wir werden Menschen erkennen, die wir hier auf der Erde niemals gesehen haben. Aber die werden dir sagen, danke, dass du mir das Essen gereicht hast, als ich hungrig war. Da werden Menschen vor dem heiligen Angesicht Gottes stehen, so wie du und ich. Und die werden sagen, danke, dass du mir deine Jacke gereicht hast, als ich nackt war. Danke, dass du dein Haus aufgemacht hast, damit ich bei dir schlafen kann für ein paar Tage, weil ich kein Dach über dem Kopf hatte. Und weil dieser Dach feststeht, Freunde, dieser Dach steht fest. Dieser Tag steht fest. Keine Macht in dieser Welt kann diesen Tag verändern. Es wird eines Tages dazu kommen, dass jedes Knie sich vor Gott beugt. Jede Zunge wird bekennen, dass es nur einen heiligen Gott gibt. Wie sehr wünsche ich es dir und mir, dass wir gerade in der Zeit als Gemeinde dort stehen können und dass wir sagen können, es hat sich gelohnt, mitten in diesem Zerbruch dem Herzen den Frieden zu geben, unseren Händen, unseren Tun eine klare Richtung zu geben, dass wir nicht hassen, dass wir nicht verurteilen, dass wir lieben, unterstützen, dass wir die Wunden verbinden, dass wir Menschen das geben, was Menschen gebührt, das ist eben diese Liebe und diese Zuneigung. Darauf kommt es an. Gemeinde, werde stark in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit braucht es Gemeinden, Christen, Kirchen, die gerade in dieser Zeit aufstehen und sagen, wir glauben an einen liebenden Gott, dieser Gott, der Menschen so sehr liebt und deswegen lieben wir Menschen genauso wie er. Deswegen gib deinem Herzen diese Entscheidung, Friedensstifter zu sein. Und die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Amen.